herzlich willkommen zu Knaller durchgenommen Dark Souls 3, die vielleicht letzte Folge. Nun, wir haben ja noch einige Challenges. Kein Druck, kein Druck. Nein, nein, natürlich nicht, selbstverständlich. Ich habe das Gefühl, ich habe mir wieder, es ist wieder perfekt. Wenn ich es richtig verstanden habe, stehen wir quasi unmittelbar vor einem Boss. Und das hat ja in der Vergangenheit schon dazu geführt, dass wir uns zurückhalten mussten, um nicht zu schnell durchzurushen. Soll heißen, bewusst gestorben sind. Mhm. Und das ist schön, dass es genau da jetzt weitergeht. Ja, wir haben insgesamt noch 3 Bosse. Ich schon wieder ein Frosch im Hals. Hallo, was geht denn ab, Colin? Wie geht's? Ich hab doch gesagt, dass Kaulquappen inhalieren. Das ist immer was Gutes. Es hat eine gewisse Sexiness, die. Entschuldigung. Wenn ich sexuell ein bisschen flexibler wäre, mich vielleicht auch ansprechen würde. Bist doch relativ flexibel. Ja, relativ. Aber. 3 Bosse sind's noch. Wir stehen direkt vor einem. Und bei dem anderen sind wir auf halbem Weg. Und beim dritten gibt's im Prinzip keinen Weg. Das heißt, wenn jetzt wir heute richtig gut sind, was wir nicht sind, aber nur mal angenommen. Lass uns einfach mal die Vorstellung bewahren. Nur mal einfach in der Theorie, wenn wir heute richtig gut sind, dann könnte das hier heute die letzte Folge Knaller durchgenommen Dark Souls 3 sein, exklusive Tag der freien Schelle. Ja. Nein, also wie gesagt, mit Druck hat das alles gar nichts zu tun. Wir werden ganz entspannt aufzocken, würde ich sagen. Und freut mich sehr. Aber mein Urin sagt mir, dass wir noch im halben Jahr vielleicht diese Sendung weiterführen werden. Du wolltest noch zum Gewinnspiel was sagen. Ach so, ja, gut, dass du mich daran erinnerst. Genau, wir hatten ja vor 2 Ausgaben, glaube ich, jetzt final auch festgelegt, wer gewonnen hat. Das ist ja hinlänglich bekannt auf unsere Einsendungsgeschichte. Und hatten ja auch das Ganze erweitert noch, dass alle, die eben in diesem 9er-Pool der Nominierten waren, auch einen tollen Preis bekommen, auch wenn sie nicht die Collectors Edition bekommen. Und wir haben immer noch nicht alle Einsendungen beziehungsweise alle Mails bekommen. Also deswegen nochmal der dringende Aufruf an alle Neuen, die da in unserem Forumspost unter den Gewinnern sind, bitte schickt uns eine E-Mail mit euren Adressdaten, mit im Idealfall einem Beweisbild, dass auch ihr wirklich die richtigen Einsender seid und nicht irgendwelche Fake-Freaks sich dazwischen mogeln. Aber es hält sich sehr in Grenzen. Also, es sind noch nicht alle Adressen da, deswegen nochmal hier der Aufruf. Gewinnspiel at rocketbeans.tv ist die Adresse zum Glück. Betreff Gewinner Dark Souls 3. So. Jetzt kommen wir zum schönen Teil. Und zwar sind wir hier bei Dragonslayer Armor. Oh, ich war übrigens so frei und habe in der kurzen Zeit hier, die ich hier noch alleine saß, ich habe das Grasscrest Shield kurz geholt. Das haben wir nämlich vergessen aufzusammeln. Das liegt einfach in der Road of Sacrifice da an so einem Baum. Und ich mag das sehr gerne, weil das eben Stamina Boost gibt, aber ich auch parryen kann. Habe ich mir jetzt einfach, das habt ihr jetzt nicht gesehen, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Ha? Nein, zeig mal, nein, ich sowieso nicht. Ich möchte nur mal einmal die. Okay, aber es hat das Problem, macht nicht 100% physical, ne? Nee, aber die 11% Schaden, die dadurch. Ich block eh nicht so viel, also entweder ich roll oder ich parry, ist eigentlich eher selten, dass ich blocke. Zumal wir hier so ein mega fettes Schwert haben jetzt, ja, die Yorms Machete. Und die so viel Stamina verbraucht. Das heißt, wenn ich einmal schlage, ist schon die Hälfte des Balkens weg. Das kannst du zweimal schlagen, wenn du dann blockst, kriegst du eh in die Fresse. Also blocken ist mit so einer großen Waffe eher hinderlich. Wir haben eh ein bisschen komisch geskillt. Das liegt natürlich auch daran, dass immer wechselnde Leute hier saßen und dadurch vielleicht nicht so ganz die Konformität geherrscht hat. Wir haben meiner Meinung nach ein bisschen vernachlässigt, in der Traglast. Ja. Traglast. Ach, scheiße. Oh. Das war, glaube ich, der. Genau. Egal. Dass wir halt schwere Rüstungen anziehen können. Also, wenn man mal guckt, so im Endgame hatte ich bei Absorption oben rechts. Also, da kann man schon in den 30er-Bereich kommen, weil das so 30% Schaden absorbiert wird. Wir sind jetzt hier so gerade mal bei 20. Wenn überhaupt. Da könnte man noch ein bisschen was rausholen, auch wenn da natürlich die Geister sich scheiden und die sagen, ja, so viel Unterschied macht das dann auch nicht. Aber man kennt es ja, wie oft man irgendwie überlebt hat und noch so einen Strich Energie übrig hat. Ich fühle mich generell, abgesehen davon, Fashion Souls ist für mich auch ein Thema. Also ich bin ja eh so gut, dass Rüstung und Equipment für mich irrelevant ist. Und deshalb ist für mich auch der Look unseres Avatars, ja, also
der ist für mich sehr wichtig und da bin ich momentan noch nicht zufrieden. Wo willst du denn hin? Eher so ein Shiny Armor oder so jemand, der so understatement-mäßig Narben, Kampf gezeichnet, sieht schwächlich aus, haut aber mächtig zu? Nee. Also ich bin schon ein bisschen der Shiny Armor-Typ, aber schon auch ehrfürchtig. Also man muss schon das Gefühl haben, wenn er den Raum betritt, es ist ein Hauptdarsteller. Und der wird uns ein paar Seasons begleiten, so wie Eddard Stark oder so. Ja, also jetzt nicht einfach. Okay. Also weniger so Aragorns erster Auftritt beim tänzelnden Pony, wo da irgend so ein zerlumpter Waldläufer sitzt. Genau, Stricher oder wie er heißt. Stricher, genau. Nee, also es ist schon. ich lach noch dankbar. Na schön. Die ganz billigen kann man auch mal mitnehmen. Ja, hier sind wir auch schon. Ach, jetzt geht das Elend schon los. Ich fange einfach mal an. Mach, bitte, bitte. Und dann gebe ich dir gleich einfach das Pad und dann ist auch gut. Das ist auf jeden Fall auch einer, der gar nicht. Ich fand den auch sauschwer. Wie viele? Der haut auch ganz gut rein. Ne? Zwei Estus weg. Das ist halt eine miese Attacke, dieses Beamen und dann. Weil da hast du halt immer erstmal. Hast du. Ach, den habe ich noch getroffen. Guck mal, da beamt er sich sogar auf der gleichen Stelle. Ich finde es halt gerade auch bei dem. Oh, fuck. Der ist halt auch relativ schnell. Und wenn du mit so einer langsamen Waffe kommst. Ja, auf die Distanz ist er auch richtig scheiße. Ja. Dann sollte eigentlich eher näher rangehen. Und vor allem weniger reden. Wenn man halt nicht sieht, wo er ist. Ja. Weißt du, das Dumme ist, dann geht auch dein Dings, dein, wie heißt deine, dein Lock. Lock-on geht dann plötzlich weg und dann bist du plötzlich, musst du dann mit dem rechten Stick auch noch irgendwie die Kamera nachjustieren. Mann! Eigentlich war es. Nee, das war gar nichts. Ja, aber das, wie bei vielen Bossgegnern, das kann ganz schnell vorbei sein. Und das war leider. Ja, ich habe viel zu viel geredet eigentlich. Muss ich das komplett abschalten. Ich finde ja, manchmal kann man das selber so ein bisschen relaxen lassen. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber nicht immer. Also. Falsche Richtung. Ja. Jetzt musst du auch wieder in den Aufzug. Ach ja, Aufzug. Kann man, müssen wir uns mal merken, dass wir den gleich wieder runterschicken. Das ist auch sonst. Ja. Das ist auch sonst Quatsch eigentlich. Sag mal, was gibt's denn waffentechnisch? Was ist denn so das. Alternativen? Ja, weil. Ja, du kannst auf jeden Fall das Claymore haben wir auf Max. Naja. Und noch das Dark Sword oben drüber haben wir auch noch auf Max. Ja, das macht natürlich, ich weiß jetzt nicht, aber der, da er selber mit Feuer kommt, ist er doch bestimmt imbar sozusagen gegen Feuer, oder? Ich probier's mal hier mit einfach. Ach nee, sogar nur +9 sehe ich gerade. Aber wir haben auch erst einen Slap, kann das sein? Nee, wir müssten sogar noch einen im Gepäck haben. Ich nehme mir mal trotzdem, haben wir eigentlich das. Ich hatte das Gefühl, dass man ganz gut mit dem hier. Ja, das hat gute Feuerabwehr, aber. Und ein ganz gutes Stability auch, ne? Also jetzt könntest du auch, weil wir die Maschette nicht mehr haben, kannst du natürlich auch rüstungstechnisch umdisponieren. Ne? Also ja, mal kurz gucken. Hornet Ring, Boost, Critical Attacks, nee, Stamina Recovery. Nicht. Also das. Dann nimm mal da den Estus Ring. Ja, den kann man gut gebrauchen. Und den Hornet Ring brauchen wir auch nicht. Nee. Weil du wirst keinen Parry und kein lieber Backstab gegen machen. Feuer oder einfach so ein. Ja, obwohl. Klingt das, macht das den Kohl so fett? Feuer? Also ich glaube, der macht Feuer. Ja, dann also dann auf jeden Fall. Und rüstungstechnisch hast du jetzt noch 14 Kilo. Night of the Fallen Armor. Jetzt schauen wir doch einfach mal, wo es schön blau wird und oben nicht rot. Am besten ist man schon, wenn alles blau wird. Sortier erstmal nach Gewicht. Ja, das habe ich übrigens von dir gelernt. Ich habe das nämlich nie. Ich habe das auch erst ganz am Ende. Linker Stick reindrücken. Ja, weil das auch nirgendwo dann steht. Dann Weight. Und dann kannst du nämlich ganz einfach gucken, wo geht's in den 59er Bereich. Und da 69er Bereich. Ja, das ist schon besser, aber da sind wir genau. Das ist der. Da brauchen, ach, okay, das ist aber eh das schwerste Ding. Lothric Knight Armor. Also, es ist immer gut. Feuer ist gut, aber gegen Lightning ist sie schlecht. Vielleicht gibt es irgendeine, die beides so ein bisschen blau hat unten. Nicht wirklich. Ich habe auch das Gefühl, ganz viele Rüstungen haben wir nicht. Ich habe zu Hause wesentlich mehr Ausbau.
Also so scheiße ist die jetzt gar nicht, muss ich jetzt mal sagen. Vielleicht können wir das ja tatsächlich mit einem, mit anderen Teilen so ein bisschen hochzuckeln. Ja, das ist ja, ach so, ja gut, wir haben es so leicht. Mal einen kleinen Zwischenschritt machen. Ja, es muss auch wieder nach Gewicht eigentlich. Oder ist das, das bleibt schon? Das nicht? Ich glaube wohl, also die Truhen sind zumindest am schwersten. Gucken wir mal kurz. Doch, das übernimmt er dann. Ja gut, die Truhen wollen wir natürlich nicht. Also Physical, ne, da glaube ich, braucht man nirgendwo. Let's get busy. Wie, Physical braucht man nirgendwo? Doch. Doch, doch, schon, aber... das ist mega wichtig. Schon, aber ich weiß nicht, ob das jetzt hier den Kohl... Ah, das sind, die sind schon mal nicht schlecht. Nehmen wir mal Zwischending, weil ich glaube, mit Dark kommt er eh nicht um die Ecke. Der macht ja dann auch Feuer, der macht ja dann Doppelschaden. Der macht ja dann zum Beispiel 150 Physical und 150 Feuerschaden, kommt dann auf 300 Schaden insgesamt. Also das ist schon wichtig, Physical. Aber das sieht doch schon besser aus jetzt. So, Slash. Ich weiß, dieser genaue Unterschied, ich meine, welche Attacke macht er? Ob das jetzt, dass wir da runtergehen? Ich mach den dazwischen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was du gerade denkst. Nee, also diese bei Physical. Vielleicht habe ich mich damit offensichtlich zu wenig beschäftigt. Mit den gegen Strike, Slash, Thrust. Also die unterschiedlichen Varianten. Ja, das raff ich auch immer nicht. Wenn du bei Physical 30% hast, aber bei Strike 19. Genau. Und es kommt eine Physical Strike Attack. Ja. Was ist denn dann... Genau. Das ist bis heute nicht gecheckt, bei keinem der Souls-Spiele irgendwie. Also ob das jetzt irgendwie, wenn er, einen vertikalen Hieb macht, also ob das diese Unterschiede sind, ob die sich so einrechnen, ich weiß es nicht. Also, aber das gibt's auch schon bei Kingsfield, das ist hier links, ne? Man kann einmal runterschicken, den Aufzug. Ist da keinen besseren Weg? Nee, das ist schon der optimale, ne? Führt dich ja direkt vor die Tür, also. Ja, stimmt schon. Ja, das Runterschicken der Aufzüge, das ist das Entscheidende. Leute haben auch oft kritisiert bei unserem Knall durchgenommen, dass wir früher mehr zur Lore erzählt haben. Ja. Aber das liegt auch einfach daran, dass ich irgendwie nicht so richtig... die Story hier zusammenkrieg, wie so oft bei Souls, aber hier habe ich tatsächlich noch mehr Schwierigkeiten als bei den anderen Teilen. Oder auch bei Bloodborne, sehr gut. Ey, ich kann es dir auch nicht sagen. Ich habe mich hiermit auch noch nicht wirklich beschäftigt. Das ist eh sowas, was ich oftmals im Nachgang, manchmal auch dann erst so Jahre später gemacht habe. Also wenn irgendjemand das mir so in a nutshell, dass man irgendwie denkt, du hast ein 20-Minuten-Video, in dem das ist perfekt geschnitten und alles ist drin und haben wir... Das Problem ist, bei dem Kampf bleibt, glaube ich, kaum Zeit, einen Ember zu benutzen. Deswegen benutze ich ihn jetzt einmal. Ja, hat das wieder klasse geklappt. Ja, klasse. Das war die Begrüßungsschelle. Okay. Weniger Schaden. Ja, und er weicht auch nicht so extrem zurück, ne? Guck mal hier, es geht. Der ist relativ. Allerdings haben wir durch den Stamina wesentlich mehr Handlungsspielraum auch nochmal nach einem Schlag. Aber es erstmal ein bisschen. Ah! Scheiß auf die Seelen. Ja, ich muss. Scheiß auf die Seelen. Ja. Ich scheiße auch auf die Seelen, die sind ja eh. Oder ist aber der. Ach, das ist es. Er macht oft, nachdem er sich gebeamt hat und diesen Schlag macht, macht er noch einen Schlag. Also er macht oft zwei Schläge. Ja, ich habe das Pattern, ich achte da. Ich muss mir das mal eigentlich mal ein bisschen. Ja. Den wollte ich gerade wegrollen. Ich kann es aber nicht, glaube ich, nicht aufs Delay. Oh oh. Okay, also da muss man eigentlich fast drauf achten. Weißt du, wenn der so den macht, dann macht er... Er macht aber selten Dreier-Kombos, wie ich das feststelle. Eigentlich immer Zweier. Der ist halt bitter. Ja, das war gut. Mein Problem ist er... Oh, danke. Sehr gut. Das war's gut. Das ist gut. Nein! Nein!
Diese scheiß zwei. Ich versuche jetzt mal. Das meine ich. Das ist ja. Ich wollte den Zweier machen. Ich meine, ich mache viel weniger super. Damage. Aber ich habe das Gefühl, ja, jetzt darf man nicht zu viel Zeit verschwenden, wieder mit heilen. Weil. Da war sie nämlich wieder auch weg. Der Horn war weg. Deshalb bist du direkt ins Schlag gerollt. Okay. Ach, wieder. Ich hab die Zeitfenster noch über. So, eins, zwei und weg. Bei dem eigentlich immer zur Seite rollen. Ja. Nicht nach hinten. Eins. Oh, das war drunter durchgetaucht, ne? Ich habe zwei Schläge des Transformation. Ja, muss man den nicht komplett runterhauen? Ich glaube nicht. Ja. Sehr gut. Ach, Mist. Nicht dran gedacht, dass er den gerne macht. Ja. Mist, ich hatte gedacht. Die Seite rollen. Ja. Okay, also ich merke mir auf jeden Fall, mit dem Shield absorbt man extrem viel, weißt du? Das ist gar nicht. Kann man fast besser nicht rollen. Vielleicht ein bisschen Pussy gewesen. Das ist richtig, aber. Ich will es nur mal sehen gerade, weißt du, wo. Ah, Dreier Combo! Gut. Alter, der ist doch schon wieder. Ich wusste es. Okay, dann habe ich ihn verloren, aber. Das war schon ganz gut. Das Schild ist gut. Der Schild ist gut. Der Schild. Der macht Sinn. Jetzt muss man nur noch ein bisschen. Ich überlege, ob wir. Weil. Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn du die Kombination machst, aus der Waffe, die dich wohlfühlt, und. Aber da du ja eh nicht so viele Blocks, wie du sagtest, ist das vielleicht auch Bullshit. Ich weiß es nicht. Also, sprich, schwere Waffe und diesen Schild. Mhm. Weil damage-mäßig, ne, da. Muss ich mal gerade überlegen. Einmal ganz kurz nach Hause. Was ich ja auch immer gern mache bei Bossgegnern, wenn du nicht auf Anhieb irgendwie denkst, du kommst klar. Das bringt nicht immer was, aber du kannst diese Kombination aus Ember looten, Erfahrungspunkte sammeln, etc. und ein bisschen was lernen, eben so ein paar Koop-Kämpfe vorher machen. Mhm. Dass man dann wirklich sagt, okay, ich habe es jetzt dreimal probiert. Also ich glaube, bei ihm habe ich das nämlich auch gemacht, weil er mir so unglaublich auf den Sack gegeben hat. Dass ich dann dachte, okay, erstmal ein bisschen Koop und dann kommt eins zum anderen und das war eigentlich ganz schön. Wer hat denn eigentlich den Dragon Slayer, die Armor gemacht? Ich glaube Dennis. Und finde ich, worüber man auch mal nachdenken könnte. Ja, ich habe einen Slap benutzt, ohne euch zu fragen. Das ist aber nett. Und dann noch ins Claymore. Ja. Das war auch meine Lieblingswaffe, deshalb. Ach so. Also die habe ich ja privat in meinem privaten Durchgang auch am meisten gespielt. Deshalb. Ich überlege nur, die Dark Infusion ist. Fusion die ist eigentlich ist Käse. Nicht mehr, glaube ich, das Beste für uns, weil wir 50 Strength haben. Ich will mal nur mal gerade gucken. Hier kommen wir auf 422. Ja, wir haben halt 422, das sind 350, sind 326. Plus du kannst es noch buffen. Wie viel ist das? Das sind bei 200.
447. Genau, 447. Das ist nicht so scheiße. Ja. Das ist nämlich ganz geil. Das ist nämlich in dem Spiel neu, dass wenn du kriegst zwar, unten sehen wir das, ein Strength und ein Agility auf C, während du hier eins auf B nur Strength hast. Mhm. Wir sind ein Strength-Bild. Eigentlich würde man denken, geil, müsstest du das eigentlich am meisten geben, aber tatsächlich durch die Kombi gibt das mehr. Und das bedeutet, ich habe zu Hause auch ein Strength-Agility-Bild. Das heißt, wenn du 40-40 hast, machen die meisten Waffen als Refined noch mehr Schaden, als wenn du dich auf eins spezialisierst. Also man sieht es jetzt schon so, wenn wir jetzt noch Agility auf 50 hätten, dann hätten wir 248 plus 248. Ich nehme das trotzdem, wenn wir Agility noch nicht so hoch haben. Ja, wir haben auch noch genug Steine. Also ich glaube, da ist eh wenig Experimentierfreude bisher gewesen, ne? Das einfach mal zu machen. Eigentlich da noch was? So. Jetzt haben wir auch noch eine Estus mehr, das haben wir auch noch nicht abgegeben. Alles ein bisschen schludrig hier. Ja. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was haben wir denn zum Buffen? Haben wir da was? Soll ich mal? Nee, mach ich nicht. Wir gucken ja nicht nach, was für Schwächen der hatte oder so. Nee, das ist auch. Sorry, dass ich das jetzt. Das macht man nicht. Nee, vielleicht in einer Kleinstadt. Da macht man das. Das ist eine Großstadt. Hey, nee, also das kannst du auch echt nicht machen. Das ist ja auch irgendwo. Macht man nicht, ne? Nee. Also. Das ist wie, sich, wie mit Informationen das Leben leichter machen. Das ist. Das macht man einfach nicht. Das Leben ist schon leicht genug. Absolut. Was haben wir denn hier? Ach, da hier unten sind die Dinge. Wir haben Gold Pine, Pale Pine, Magic. Ja, jetzt müsste man wissen, was er für Schwächen hätte. Willst du das nicht mal nachgucken? Können wir eigentlich, ich meine, machen wir. Gleich in der Werbung. Wir haben bestimmt gleich eine Werbepause, dann gucken wir mal. Wenn wir seine Rüstung. Och, das ist ja. Kommt ausnahmsweise die Werbung, wir gerufen. Das Lustige ist ja, wenn man die Rüstung schon hat, es gibt ja oft die Boss-Rüstung oder so, dann siehst du das ja tatsächlich in den Werten der Rüstung. Das ist, hab ich noch nie drauf geachtet. Ja, ist wirklich, also zum Beispiel, wenn du hier, wir haben die Gandir-Rüstung, ne, von Champion Gandir oder so. Und dann kannst du natürlich da die Werte angucken, dann siehst du tatsächlich, was der für Schwachpunkte hat, die er dann auch hat, wenn ihr gegen ihn kämpft, wenn die Rüstung selber anhat. Ja, das schreit nach New Game Plus, würde ich sagen. Ja. Aber das schreit erstmal nach Werbung, wir machen eine kurze Pause und dann nächster Versuch bei den dämlichen Zwillingsprinzen von Lothric.